Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing der MyBox von der Trend Raider Box. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ab Mai, also ab jetzt, gibt es eine neue Neuerung bei der Trend Raider Trend Box. Und zwar kann man jetzt die Box auch bis zum letzten des Monats bestellen. Das heißt, diese Box kannst du bis zum 31. Mai 2022 bestellen. Und sobald du sie bestellst, wird sie auch direkt versendet. Wow. Du kannst mit meinem Code Claudi15 sparen, und zwar 15%. Regulär kostet die Box nämlich 29,95 Euro. Und das ist schon mal eine Stange Geld, was man dann sparen kann auf die erste Box, ne? Genau. Monatlich erscheint das Schätzelein. Wir haben hier Food, Fashion, Design, Wellness-Produkte drin enthalten. Ich finde die immer sehr spektakulär und auch sehr neu. Also für mich sehr neu, sehr trendige Produkte. Ich muss noch in meinen Flow reinfinden, Leute. Man findet sehr trendige Produkte in der Trend Raider Trend Box. Und ja, ich bekomme sie in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, um sie hier vorzustellen. Vielen, vielen Dank an das liebe Trend Raider Boxen-Team an dieser Stelle. Und ja, ich weiß nicht, ob ich eine Box verlosen darf. Ansonsten verlose ich ein individuell zusammengestelltes Beauty-Paket. Ich mache auf jeden Fall eine Verlosung in diesem Video. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Yo, ich mache auf diesem Kanal einige Unboxing-Hauls, Reviews, Schminkies, Aufgebraucht-Videos, dies, das, Ananas. Falls du Bock drauf hast, mehr von meinem Content zu erleben, klick gerne hier unten auf den Abo-Button. Sei gerne mit dabei. Aktuell kommt natürlich auch so ein bisschen was von der Schwangerschaft mit hineingespielt, denn ich bin jetzt gerade in der 15. Woche, wenn ihr das Video seht, bin ich in der 16. Woche. Und ja, genau, nehmt euch da ab und an mal mit. Es ist nicht so übermäßig viel. Nach wie vor bleibt das hier auch Beauty-Content. Das ist halt so mein Herzblut, ne? Und soll das auch bleiben. Aber ja, es ist halt ein Thema, was mich aktuell halt auch beschäftigt. So, genau, ja, ich möchte gerne reingucken, Mensch, ne, was da jetzt so drin ist, denn die überrascht mich jedes Mal aufs Neue. Manchmal haben wir hier echt Sachen drin von, keine Ahnung, was hatte ich hier letztens mit dabei? Waschmittel, Packung Mehl hatte ich hier auch schon drin, ist traumhaft, wirklich. Und hier haben wir ein bisschen Füllmaterial, weil die Box natürlich an und für sich mit wenig Füllmaterial ausgestattet ist, damit da nicht, ne, wisst ihr Bescheid, damit er nichts durch die Gegend fliegt. Around the World ist wohl das Thema und es passt halt sehr, sehr gut, weil ich war jetzt just gerade mit meinem Kooperationspartner Dalton auf Korfu und durfte da einfach ein paar schöne Tage verbringen. War eine Geschäftsreise, ne? Das war jetzt nicht irgendwie Rumpelhimmeln am Strand, aber ja, es war halt schon, die Eindrücke waren sehr, sehr schön. Und dann gucken wir mal, auf welche Weltreise wir hier mitgenommen werden. Oha, okay, hier ist auf jeden Fall schon mal einiges zu sehen. Wir haben auch immer sehr nachhaltige Produkte hier drin, ne? Also es sind Trendprodukte, das heißt Produkte, die jetzt auch gerade so am Aufstreben sind, Marken, die jetzt immer bekannter werden oder Sachen, wo halt die Trend Scouts der Trend Raider Box sich überlegt haben, dass es cool wäre, die mit in die Box reinzupacken, um halt die Abonnenten oder Abonnentinnen glücklich zu machen. Aber das Ganze halt auf einer sehr nachhaltigen Art und Weise. Alles tierversuchsfrei natürlich. Es gibt auch noch, ich glaube, eine vegane Variante, dass du dann quasi auch, was die Beauty- und die Food-Produkte angeht, die vegane Variante hättest. Ich habe die klassische Variante mir damals ausgesucht, ne, weil ich bin halt keine Veganerin. Ja, wir stöbern hier mal so ein bisschen durch, was hier alle so aufliegt. Das ist doch mal ganz interessant. Also, das erste ist hier mit Liebe gepackt von Philly. Da sehen wir dann auch die einzelnen ja, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Trend Raider. Finde ich immer ganz cool. Ich habe die Nummer 2 und du musst die Grußkarten von der Nummer 1 bis 10 sammeln und bekommst dann quasi so eine Überraschungsbox. Und das finde ich immer sehr aufregend. Sehr, sehr aufregend. Lege ich mir auch gut zur Seite. Dann hat dieses Mal die liebe Alisa mir die Karte geschrieben. Denn weil es halt eine Kooperation ist, bekomme ich auch immer ein Kärtchen mit dabei. Aber was ich cool finde, das ist wirklich handunterschrieben, ne? Wir bedanken uns herzlich für die Kooperation mit dir und wünschen dir viel Freude beim Unboxing. Ganz liebe Grüße, Alisa. Vielen, vielen Dank. Freue ich mich sehr. Erfahre mehr über dein tolles Retterprodukt. Aha, das müssen wir ja gleich uns auch mal angucken. Denn da ist irgendwie Kaffee mit drin. Coole Sache.
Und dann haben wir hier das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Das ist das Magazin Around the World. Und hier haben wir schon eine Travel Lady abgebildet. Und ich stöber da immer am Anfang ganz gerne durch, weil ich mich auch so auf das Motto einspielen möchte. Ne? Mental ein bisschen. Ich habe hier Timestamps, falls euch so manche Punkte nicht groß interessieren und ihr einfach weiterhüpfen möchtet. Die Reise um die Welt. Die deine Around the World Box. Der Mai lockt ins Freie. Raus in die Natur oder gleich in die weite Welt. Im Mai ist alles möglich und wir wollen dich beim kurzen Verreisen oder auch der Weltreise unterstützen. Fremde Kulturen, interessante Begegnungen, neue Sichtweisen, exotische Naturdenkmäler und vieles mehr warten auf dich. Gerade in Zeiten von knappen Ressourcen und klimatischen Änderungen solltest du beim Verreisen auch an die Umwelt denken. Die Maibox unterstützt dich beim nachhaltigen Reisen. Sie lenkt aber auch den Blick auf fremde Kulturen und Sitten, die es in anderen Ländern zu entdecken gibt. Das Thema Around the World beleuchten wir so facettenreich wie möglich, was sich auch an den Produkten der Trendbox zeigt. Da bin ich ja mal gespannt. Die Around the World Box bietet Fashion-Produkte für eine gelungene Reise, aber auch praktische Wellness-Produkte gegen die Gefahren der Natur. Wow. Okay, gleichzeitig zeigen dir die Food-Produkte, was du in der weiten Welt alles an kulinarischen Highlights erwarten darfst. Packt dich schon die Reiselust? Richtig cool. Und dann hat Valencia vom Trendraider-Team hier so ein Zitat von sich abdrucken lassen. Reisen bedeutet für mich viel mehr als nur Vergnügen. Durch meine Abenteuer lerne ich an unbekannten Orten nicht nur neue Freunde kennen, sondern entdecke auch ihre einzigartige Kultur und Geschichte. Es ist einfach großartig, wie die Welt mich immer wieder mit ihren wunderbaren Ecken erstaunt. Definitiv, ne? Das finde ich auch. Also ich bin damals als Jugendliche oder als Kind sehr, sehr viel mit meinen Eltern gereist. Mittlerweile mache ich das halt nicht mehr so. So. Und es gibt auch wieder ein Trend-Goodie, das gibt es, ich glaube, alle 2 Monate. Wenn du ein 12-Monats-Abo abgeschlossen hast, bekommst du halt ein Goodie on top. Das zeige ich euch gleich auch mal. Dann haben wir hier auch so ein paar Sachen drin stehen. Postkarten, ein Relikt der Vergangenheit. Definitiv nicht. Also ich wurde von meiner Schwägerin gefragt, ob ich ihr eine Postkarte aus Korfu schicken könnte. Aber ehrlich, ich hätte gar keine Zeit dafür gehabt. Also ich war da echt viel unterwegs. Nachhaltig reisen ist es wirklich wichtig. Sanfter Tourismus, Sonnenschutz, auch super wichtig, gerade im Gesicht, Leute. Detail zur Trendraider Community, eine Checkliste, das solltest du mitnehmen. Das hätte ich gebraucht, Leute. Quinoa-Bällchen mit Erdnusssoße, hier haben wir immer ein cooles Rezept drin stehen. Und hier hinten ist auch so ein kleiner Ausblick für die Juni-Box. Da bin ich mal gespannt, was da laufen soll. Blauer Ozean, strahlende Sonne und ein nachhaltiges Leben. Im Juni dreht sich alles um das Meer. Das neue Thema ist Pure Ocean. Wir möchten dabei nicht nur die Schönheit des Meeres unterstreichen, sondern auch zu einem nachhaltigen und vor allem plastikfreien Lebensstil anregen. Das Meer sollte sauber und müllfrei sein. Wie das am besten gelingt, zeigen unsere plastikfreien Lifestyle-Produkte im Juni. Da bin ich gespannt drauf. Vielleicht haben die auch eine Kooperation mit Dalton, Marino Cosmetics oder Corazul, habe ich ja auch als Schmuck. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ich finde es ja cool, ne? Wenn dort, also ich freue mich immer, wenn halt in den Boxen dann auch Marken auftauchen, mit denen ich ja generell schon Kooperationen habe, weil das dann halt auch so ein Stück weit immer so für mich unterstreicht, ja, das sind halt auch geile Marken, ne? Kann man nicht anders sagen. Ich bin übrigens nicht nackt, ne? Ich habe ein Kleid an, also keine Sorge. Ist von H&M, habe ich vor gefühlt 100 Jahren mal gekauft, also, ne? So. Jetzt gucken wir mal, was wir hier als our erstes Produkt haben. Erfahre mehr über dein tolles Retterprodukt. Ich weiß gar nicht, warum das ein Retterprodukt ist. Wahrscheinlich, weil das Rohstoffe rettet. Dann danke für die Produktrettung. Mit Trendraider setzt du dich aktiv gegen Verschwendung von Lebensmitteln ein. Ich weiß nicht. Warte mal, als Teil der Retteraktion erhältst du 4x Black Instant Kaffee Nummer 2 mit einem sehr kurzen Mindesthaltbarkeitsdatum, was den Kaffee zu einem Retterprodukt macht. Ach, guckt euch auf jeden Fall auch mal die Homepage Mutatos an. Da habe ich euch auch mal ein Unboxing zu gemacht, weil ich da mal bestellt habe. Habe ich mir bei Galileo gesehen. Sammy, lass doch mal deine Pfote in Ruhe. Hey, kommst du noch klar in deiner Welt? Der ist ein bisschen verwirrt, weil es hat eben ganz böse gewittert und gestürmt draußen. Das mag der ja gar nicht. Auf jeden Fall, Mutatos kann ich euch empfehlen. Die haben da auch Produkte, die halt sonst irgendwie weggeschmissen werden sollten oder so, die dann zu einem vergünstigten Preis verkauft werden. Sehr coole Nummer. Okay, und hier haben wir dann den Instant-Kaffee. Ich weiß halt, also es passt zum Reisen. Ich muss den echt mal probieren. Ich bin ja schon eine Kaffeetante, aber na, jetzt in der Schwangerschaft muss ich ein bisschen aufpassen halt, ne, mit dem Koffein und so. Dann Notes, Milk, Chocolate and Wild Berries. Achso, okay. Intensity moderat, Roast medium.
Da haben wir hier 6 Stück drin. In einer so einer Verpackung. Und vom MHD her, das muss ich nämlich mal eben kurz gucken. Löslicher Bohnenkaffee, ja. 15.07. geht eigentlich voll klar, ne? Also wenn ich jetzt normal noch Kaffee trinken würde. Und hier haben wir 1, 2, 3, 4 von diesen Viechern drin. Das ist schon krass, ne? Noch mehr sogar? Nee, das reicht aber auch. muss ich probieren, kann ich euch so natürlich nicht sagen. Ich bin eigentlich kein Fan von Instant-Kaffee, ist aber sehr, sehr sinnvoll jetzt zum Motto, ne? Weil wenn du auf Reisen bist, Instant-Kaffee dabei hast, sei es im Wohnmobil oder sonst irgendwo, macht auf jeden Fall Sinn. Also ich finde es ganz, also zum Motto passend. Ich muss halt nur gucken, ob es schmeckt. Ne, das kann ich jetzt natürlich nicht bewerten. Dann haben wir hier das Produkt drin, was man halt hat, wenn man dieses 12-Monats-Abo abgeschlossen hat. Und ja, dann halt quasi das Add-on-Produkt. Das ist von Ballade en Provence, die Solid Night Cream. Die habe ich schon mal aufgebraucht. 40 Gramm sind hier drin enthalten. Und das gibt halt wirklich Feuchtigkeit. Das ist ein festes Produkt, wie der Name ja schon sagt. Und von Ballade en Provence gibt es halt verschiedene Sachen. Da gibt es Augencremes, Gesichtscremes, natürlich auch Körpercremes und so. Und das ist ein ganz, ganz natürliches Produkt. Guckt euch das mal an. Ist auch übrigens 1A dafür geeignet, dass ihr, ja, schmilzt jetzt schon an den Fingern, dass ihr das mit ins Handgepäck nehmt, Leute. Weil, also wenn ihr zum Beispiel nur so rucksackmäßig reist und nicht irgendwie großen Koffer mit dabei habt oder so, feste Produkte, definitiv. Das, was ich halt an festen Produkten nicht vertrage, was ich gemerkt habe, sind Haarprodukte. Das ist nicht so meine Welt. Aber sowas ist eigentlich echt cool. Wie gesagt, habe ich schon mal aufgebraucht. Kann ich mir wirklich empfehlen. Habe ich, glaube ich, auch meiner Stiefschwester letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt, weil die auch super viel verreist, ne? Jo, dann habe ich hier, das ist eher was für meinen Freund, von Cavendish & Harvey Filled Mint Choco Drops, weil das ist dann wahrscheinlich eher so wie, ja, so wie After Eight, ne? Das mag ich leider gar nicht. Und von dieser Marke haben wir öfters mal in Foodboxen auch was drin enthalten oder in Food Adventskalendern habe ich das auch schon gefunden. Sehr, sehr lecker, durchaus. Aber wie gesagt, diese Geschmacksrichtung ist nicht ganz meine Welt. Und das sind halt diese klassischen Dinger, die damals bei meiner Mama oder bei meiner Oma im Auto immer waren. Immer so, ne, diese Dosen. Und dann hört man immer so vom Rücksitz aus, ganz vorsichtig, in diese Mittelkonsole, diese Box ganz leise aufgeschraubt, sich am Bömski rausgenommen, ganz leise zugeschraubt. Die haben das safe mitbekommen und haben sich dann auch wahrscheinlich ziemlich beömmelt. Aber, ne, ja, sehr geil. Sodele. Oh ja, hier haben wir Lichtschutzfaktor. Wie gesagt, das ist sehr wichtig. Hier ist Lichtschutzfaktor 30 von Madara. Siehst du, mit denen hatte ich nämlich mal eine Kooperation. Sehr, sehr cool. Plant Stem Cell, also mit Stammzellen. Age Defying Face Sunscreen. Mhm. Ach, das ist eine getönte Tagescreme mit Lichtschutzfaktor. Das finde ich witzig. Das müsste dann ja theoretisch in meinen Fullface Beauty Boxen reinwandern, oder? Da sammle ich nämlich immer die Produkte zum Monatsende. Und dann mache ich euch da ein Schminki von. Das ist interessant, ne? Wenn die Farbe denn dann passt. Weil von Madara die Foundation finde ich richtig geil. Die ist jetzt leider gekippt letztens. Aber die ist echt gut. Passt die Farbe? Komm, wir probieren das mal eben auf dem Handrücken aus. Das wäre so geil, ne? Weil Nude passt mir eigentlich jetzt nicht so unbedingt. Das ist nämlich dann doch wahrscheinlich eher dunkel unterwegs. Aber jetzt so eine Mini-Wurst hier drauf gemacht, also quasi eine Mausewurst. Riecht angenehm. Hat wirklich eine leichte Deckkraft, eine ganz, ganz leichte Deckkraft. Da siehst du ja fast nichts von, ne? Ja, das kommt ins Fullface Beauty Box mit rein. Was meint er? Doch, ne? Hat so einen leicht kräuterigen Duft, das mag ich ja gerne leiden, ne? Das finde ich schön. Das finde ich cool. Gut, dass du halt wirklich dir das so dick drauf packst, dass der Lichtschutzfaktor 30 erreicht wird. Ist halt bei diesen getönten Viechern immer ein bisschen schwierig, aber ja, dann hast du halt wenigstens ein bisschen was, ne? Und unten drunter gebe ich mir sowieso immer Lichtschutzfaktor 50 plus. Deswegen Invisible Nude. Wird ausprobiert und ihr seid damit dabei. Ich finde das cool, wenn wir solche Produkte drin haben. Wir hatten auch schon mal eine Foundation hier mit drin. Das hat nicht so gut funktioniert, da musste ich ein bisschen was retten. Dann habe ich hier eine Bürste von Parsa mit dabei. Ich besitze keine Rundbürste. Vielleicht ist das jetzt meine Rundbürste, ne? Pflege und Glanz, Care and Shine, 100% vegan. Und das ist aus Zuckerrohr irgendwie gewonnen. Also das ist eine ganz natürliche Kiste hier. Richtig geil. Ich meine, gut, wofür brauche ich eine Rundbürste? Ich
Ja, mach mir jetzt selten Locken oder so ein Kram, das wisst ihr ja auch, ne? Aber vielleicht ist es ja gar nicht so verkehrt, einfach mal so eine Rundbürste zu haben. Haben ist besser als brauchen. Kennt ihr den Ausspruch? Habe ich sehr oft in meinem Kopf drin. Mehr Glanz und Pflege mit jedem Bürstenstrich. Genau, das ist halt auch die coole Sache bei Parsa. Die haben ihre Bürstenborsten irgendwie so angereichert mit irgendwas, dass es total cool ist und du dann halt auch noch durch das Bürsten an und für sich Glanz reinbekommst. Das finde ich cool. So. Samson, was hab wie nu? Er ist so süß heute. Er ist total anhänglich, dann total ängstlich und jetzt wieder so. Ja, guten Morgen. Was ist das? Woodsocks, geil, sind das Socken aus Holz? Gehen wie auf Wolken. Von Wild. 39 bis 42, passt, ich habe 41. Take a walk on the wild side. Und spare 15% auf deine erste Bestellung mit dem Code Trendtrader. Also wenn dir die Sachen so gut gefallen, dass du es nachkaufen willst, dann kannst du die nachkaufen. Das sind so schlicht schwarze Füßlinge. Die werde ich auf jeden Fall verwenden, ne? Ich hoffe nur, dass sie dann auch wirklich meine Wäsche überleben. Denn ich werde jetzt, also bei Wäsche sortiere ich jetzt bei sowas nicht unbedingt nach, darf in den Trockner und darf nicht in den Trockner. Ich packe einfach alles immer in den Trockner. Oh, die sind von innen aber schön weich. Ich weiß nicht, ob die Kamera das zeigen kann. Weil wir haben hier unten auf der Gehfläche quasi so ein bisschen das Ganze plüschiger. Es fliegt ja auch noch Flugzeug übers Haus. Das ist ja Wahnsinn. Aber schön, ne? Flauschi. Ja, die werden getragen. Ich fände es immer praktisch, wenn wir in der Trendradar-Box halt so richtig praktische Sachen drin haben. Ich hätte es tatsächlich sogar gefeiert, wenn wir hier mal eine Unabüchse drin haben. Aber gut. Ne? Du weißt natürlich nicht, welche Größe, welche Schuhgröße hat der, die Abonnentin. Ne? Aber ich freue mich. Dann haben wir hier, ich habe es eben noch gesagt, ne? Nicoles Naturseifen hat hier ein Vollwaschmittel reingepackt. Füllgewicht ca. 30 Gramm. Riecht sehr angenehm, hat was von Lavendel. Ne? Kommt auf jeden Fall bei uns dann auch in die Wäsche. Also quasi, also dass ich damit meine Wäsche wasche. Und wir hatten das auch schon mal von Everdrop hier drin. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe dann ja auch den Everdrop Adventskalender vorgestellt. Everdrop hatte mich, Fun Fact, übrigens letztens angeschrieben und nach einer Kooperation gefragt. Ich muss aber gestehen, dass ich abgesagt habe, weil ich gesagt habe, Mensch, ne, ich freue mich immer, wenn ihr in den Boxen drin seid, aber ich greife halt oft zu so altbewährten Sachen zurück, bin ich ehrlich, ne? Ja, deswegen habe ich das dann abgelehnt, weil ich nehme halt nur Kooperationen an, wo ich sage, das würde ich halt auch wirklich safe dann privat genauso nutzen. Und ich glaube, das ist auch vollkommen in eurem Sinne, ne? Und deswegen, aber ich freue mich immer, wie gesagt, wenn wir halt solche Sachen in Boxen drin haben, feiere ich, verwende ich auch. Dann habe ich hier noch was mit drin, einiges noch mit dabei. Hey Oat, Schokobanana. Also das mit dem, ich mag irgendwie nicht Schoko und Früchte, aber ich werde es wahrscheinlich eh essen. Weil aktuell esse ich ungefähr alles. Und ja, das ist einfach so ein Riegel, den kann man sich gönnen. Ne? Das ist halt einfach für so einen Energiekick zwischendurch. Und ich habe das halt einfach super häufig jetzt in letzter Zeit, dass ich einfach ein Hüngerchen bekomme. So eine halbe Stunde nach dem Mittagessen habe ich Kohldampf für 10. Dann gönne ich mir sowas und freue mir einen Keks. Ne? Ist einfach so. Und das ist auch noch ein veganes Produkt. Ist doch cool. Wenn wir hier so Glasdinger haben, sind die oft in sowas eingepackt, was ich echt gut finde. Weil ansonsten haben wir ja hier kein Verpackungsmaterial, ne? Look, ne? Das ist so ein sehr praktisch tatsächlich, kann man auch gut weiterverwenden. Granatapfeltrink, das Original mit Ingwerstückchen. Ein Big Shot enthält 12 Portionen, das hatte ich auch schon mal da. Ist bei mir nur schlecht geworden, weil ich es vergessen habe im Kühlschrank. Aber ich finde sowas echt geil und lecker, ne? Du nimmst dir einfach nur einen Shot pro Tag, pur oder mit Wasser verdünnt, als Erfrischungsgetränk. Ich würde mir das pur gönnen. Und fertig ist die Laube. Und Ingwer soll jetzt ja auch super klasse sein, wenn ich jetzt, ne? Wenn mir schlecht ist und so ein Kram alle. Der wird getrunken. Und den werde ich jetzt hoffentlich mal nicht vergessen. Dann habe ich noch was, was hier so schick eingepackt ist. Schauen wir da auch mal rein. Oh, was ist das denn? Naturata, mehr als Bio. African Spirit Sauce. Ach schön, exotisch scharf. Schärfegrad 4, ui, 3 von 4, das ist natürlich heftig, ne? Das kannst du so als Soße jetzt auch wahrscheinlich super als Grillsoße und sowas nehmen. Das wird dann fruchtig scharf schmecken, denke ich mal. Ja, mein Bauch knurrt gerade, läuft. Cool, finde ich echt cool. Womit, ja, was? Grill- und Würzsoße mit roter Paprika, Tomatenmark, Zwiebeln, Branntweinessig, Aprikosen, Meersalz, Jalapeno, Knoblauch, Limetten, Rampampam. Cool.
Cool. Also, wenn ihr das Video seht, hatte ich dann ja gerade schon Geburtstag. Ich drehe das Video aber vor meinem Geburtstag und das passt dann super, weil ich mit meinem Freund zusammen an seinem Geburtstag am 4.6. feiern werde. Und ich denke, dass wir da den Grill einfach anschmeißen werden, ne? Und dann kannst du dann allerhand Grillsoßen hinstellen. Sowas ist immer ziemlich cool. Ja, sehr nice. So, meine Damen und Herren, ich forke hier nochmal den Rest vom Schützenfest raus. Ich fange jetzt hier an mit Solige. Solige? Sieht nach Schmuck aus, Leute. Solige. Was Häpfchen? Wir haben hier wirklich Schmuck. Wie cool, oder? Nein! Geil! Das ist so ein Bändchen in Silber. Ich habe ja sowas schon in Gold tatsächlich mehrere. Ein Brillenkettchen. Finde ich super. Finde ich echt super. Du kannst ja deine Sonnenbrille halt dran machen, ne? Sehr praktisch, wirklich. Also ich trage sowas ständig. Ich habe sowas auch für meine Masken einfach immer genommen. Gut, hier hast du jetzt halt nicht diese Häkchen, ne? Das heißt, das kann man dafür nicht verwenden. Aber 1A als Brillenkette halt geeignet. Und ich finde es total super, weil ich sowas auch gerne mal verliere, also meine Brille. Und ich bin ja normal Brillenträger, ne? Und da, wo es dann scharf ist, müsste dann quasi die Brille liegen. Das ist ja eigentlich immer dann so mein Denken. Das hilft aber nicht, wenn sie auf dem Kopf ist. Wer kennt's, schreibt das gerne in die Kommentare. Huch, ja, aber jetzt habe ich ein Brillenkettchen, passt auch zu Around the World. Also, es ist alles schon sehr, sehr cool, ne? Dann habe ich hier noch Road Typing. Around the World with Road Typing. Ein Briefumschlag. Okay. Let's travel the world. Ach, das sind Postkarten, schön. Ne? Das hatten die ja auch geschrieben, dass hier Postkarten... Oh, Adventure awaits mit einem Hundi. Ja. Das gefällt mir natürlich gerade extrem gut. Let's go somewhere. Mit einem Bulli. VW Bulli wahrscheinlich, ne? Geil. Werde ich verwenden. Wird bei mir aber tatsächlich eher so dann für Verlosungskarten genommen. Also wenn ich Verlosungspakete packe, schreibe ich, wenn ich die Pakete als selber verschicke, euch immer so ein paar Zeilen noch, ne? So, und dann habe ich als letztes Produkt, ja gut, das ist ein bisschen Werbung von... Distant. Sehnsucht nach Sommer und Urlaub. Ach so. Ja, von? Weiß man nicht. Cavendish Harvey hatten wir ja schon, ne? Hier haben wir nämlich noch eine Zeitschrift drin. Eine Zeitschrift haben wir nämlich immer mit dabei. Brigitte Be Green. Die kannte ich noch gar nicht. Die kostet 6,30 Euro normalerweise im Handel. Und also, ne? Zeitschriften sind ganz cool. Ich habe Freundinnen, die stehen da tierisch drauf und sagen mir auch immer, Mensch, Claudia, wenn du Zeitschriften hast, bring die gerne mal mit. Finde ich aufregend, mache ich gerne. Und ja, das ist dann alles dann etwas natürlicher angehaucht. Bis das der Tod uns scheidet. Oh, das ist aber... Achso, in Bezug auf Handys. Okay, abtauchen. Ja, auf jeden Fall eine coole Geschichte. Ne? Haben wir dann auch noch als weiteres Produkt hier drin enthalten. Also, coole Box. Ich sag immer, also gerade bei Beautyboxen oder bei Boxen, Lifestyle-Boxen im Allgemeinen, du zahlst ja einen gewissen Betrag, bekommst aber ein Vielfaches an Wert an Produkten. Die Frage ist halt immer, sind euch die Produkte, die ihr dann bekommen habt, das Geld dann auch wirklich wert? Wenn ich jetzt nur an diesen Lichtschutzfaktor Tinted Moisturizer Bla von Madara denke, glaube ich, dass allein dieses Produkt schon mal den Boxenpreis übersteigt. Aber ich schaue zu allerletzt mal hier auch in dieses Heftchen rein, um euch zu sagen, ob gegebenenfalls Alternativprodukte drin gewesen wären, dass ihr euch nicht wundert. So. Genau, denn allein diese Sonnencreme kostet 29 Tacken. Das ist einfach interessant, ne? Ja, Rundbürste aus Zuckerrohr hätten wir dann noch in zwei verschiedene Farben wär sie so drin gewesen. Man hätte auch andere Drops drin haben können von diesem Cavendish & Harvey. Da hätte man auch noch Double Fruit Drops drin haben können. Das wäre so mehr meins gewesen. Von den Bio-Haferriegeln von Hey Oat hätte man auch noch zwei andere Sorten drin haben können. Ja, ansonsten... Ist das so, ne? Haben wir alle das Gleiche drin. Ich find's cool. Mir gefällt die Box. Schreibt mir gerne eure Meinung auch unten in die Infobox rein. Ich glaube, dieser Kaffee ist auch gar nicht wirklich aufgeführt, dieser Instant-Kaffee. Das ist dann quasi so ein Add-on-Produkt. Ich packe euch das aber trotzdem mal mit in diesen Wert mit rein. Das wären dann ja quasi 16 Euro, ne? Also 3,99 mal 4. Schöne Box. Leckere Box. Interessante Box. Inspirierende Box. Und wenn euch mein Unboxing gefallen hat...
Oh Gott, diese Überleitungen sind manchmal so schräg, ne? Dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!